Bilder hungernder Babys aus dem Jemen, tote Menschen im syrischen Bürgerkrieg, ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer. Sie alle kennen die Bilder aus den Nachrichtensendungen. Wir zeigen sie hier und heute bewusst nicht, weil wir sie nicht zur bloßen Illustration nutzen wollen. Es sind Bilder, die uns betroffen machen. Aufgenommen von Reportern, die dabei waren, die die Leichen gesehen haben, den Tod gerochen. Journalisten berichten immer wieder über Katastrophen, Unglücke und Krieg. Nach einem Einsatz kehren sie zurück, aber die Bilder bekommen manche nie wieder aus dem Kopf. Traumata, lange vernachlässigt in der Branche. Wie Reporter mit den Bildern im Kopf umgehen, haben sie Inga Matwig erzählt. Es gab Phasen, wo ich eine lange Zeit Albträume hatte und auch Hilfe gesucht habe aufgrund der Albträume. Dann gab es auch so Situationen, wo ich einfach gar keinen sozialen Kontakt wollte. Also ich war dann wieder in Hamburg und bin halt lediglich zum Einkaufen aus dem Haus gegangen und habe alles andere versucht, eben vom Büro zu Hause aus zu erledigen. Seit 8 Jahren reist Enno Heidmann als Videojournalist in Krisengebiete, arbeitete für Reuters, die Taz und Spiegel TV. Er filmt Menschen beim Kämpfen und manchmal auch beim Sterben. Das hinterlässt Spuren. Zum ersten Mal spricht Enno Heidmann öffentlich darüber. Er will andere Journalisten ermutigen, über ihre Belastungen zu sprechen, über die Geschichten, die sich eingebrannt haben, wie seine letzte, Anfang des Jahres im Nordirak. Diese 12-köpfige Gruppe hat Enno Heidmann bei ihren Gefechten gegen den IS begleitet. Am Morgen nach diesen Aufnahmen wurden 3 der Männer getötet. Das hat etwas verändert. Dass man bestimmte Bilder zum Beispiel nicht mehr sehen kann, weil man dann in diese Szene zurückgeholt wird. Welche Bilder? Von den von den Soldaten, die Beerdigung zum Beispiel. Dort an dieser Stellung haben ja auch junge Frauen mitgekämpft, teilweise 16 Jahre alt. Eine von denen hat dort ihren Bruder verloren. Das sind einfach Ereignisse, die sind dann nicht mehr weit weg, sondern die sind bei dir. Manchmal sind diese Bilder kaum auszuhalten. Diese Kehrseite seiner Arbeit will Enno Heidmann nicht länger verschweigen. Und die Redaktionen dafür sensibilisieren, in was für Situationen sie Mitarbeiter schicken. Natürlich gab es die eine oder andere Redaktion, die über die Erlebnisse, dem Bild- oder Tonmaterial sprechen wollte. Aber letztlich hat niemand mit mir darüber gesprochen, wie es mir persönlich ergangen ist mit bestimmten Bildern. Ein Freelancer, der liefert sein Material ab und schreibt die Rechnung und hofft, dass er dann auch einen Folgeauftrag bekommt. Vor 3 Jahren hat Heidmann den Verein für journalistische Aufklärung in der Krisen- und Kriegsberichterstattung gegründet. Er gibt Seminare und Coachings für mehr Sicherheit in Krisenregionen. Zusammen mit ProJournal hat sein Verein nun eine Tagung zur Traumatisierung im Journalismus ausgerichtet. Zum ersten Mal in Deutschland. Wie nennt sich das? Dass er oder sie traumatisiert wurde, will hier aber keiner direkt sagen. Stattdessen ist immer wieder die Rede von Albträumen, von Flashbacks, nach Reisen zu Krisenregionen und sogar bei lokalen Berichterstattern. Denn auch in Deutschland können Journalisten Zeugen traumatisierender Szenen werden. Fast immer geschehen sie plötzlich. Terroranschläge, Amokläufe, Katastrophen. Wie das Zugunglück in Eschede vor 20 Jahren. Journalisten sind mit als Erste vor Ort und fast immer unvorbereitet. Der dpa-Fotograf Holger Hollemann hat dort Bilder aufgenommen. Auch heute will er sich ausdrücklich nicht am Unglücksort treffen. Man hat mir Hilfe zur Verfügung gestellt. Ich habe aber gesagt, ich werde dieses Thema selbst mit mir abmachen. Wahrscheinlich hätte ich die Hilfe in Anspruch nehmen sollen, denn so gut ist es mir nicht gelungen, das zu verarbeiten. Also ein zweites Mal möchte ich sowas nicht nochmal erleben. Erlebnisse, die Journalisten ihr Leben lang begleiten. Der Fotograf Gerhard Kromschröder gilt mit Günter Wallraff als Erfinder der Undercover-Recherche, mischte sich dafür unter Neonazis. 3 Jahre lang lebte er außerdem als Nahostkorrespondent für den Stern in Kairo. Doch ein einziger Tag hängt ihm bis heute nach. Der 13. Februar 1991, als eine Rakete in einen Bunker in Bagdad einschlug.
und auf einen Schlag 400 Menschen tötete. Das war sehr extrem, ja, weil so verrückt. Das war ja auch so multisensitiv, ja. Also man kommt da rein und da ist noch diese Hitze ist noch drin, ja. Und dann riechst du irgendwas und denkst, wie verbranntes Fleisch. Und ja, es ist Menschenfleisch, ja. Die sind verbrannt und die sind zum Teil auf Kindsgröße geschrumpft. Und was ich dann gemerkt habe, also zu Grillfesten darf man mich nicht mehr einladen. Heute ist er 77 und sagt, ein Trauma hatte er nicht. Trotzdem musste er sich Jahre später eingestehen, da war etwas Gravierendes passiert. Gemerkt hatte er es daran, dass ich diese Negative und die Bilder 12 Jahre lang hier in der Wohnung in einer Abseite abgelegt hatte und erst nach 12 Jahren vielleicht den Mut gefunden habe, mir die Bilder anzusehen. Und in dem Moment habe ich ja erst das Ereignis gesehen. Mit dieser Kamera hat er damals seine Fotos gemacht. In dem Elend half sie ihm, sich auf seine Arbeit zu fokussieren. Ich war mir durchaus bewusst, dass ich, ja, jetzt wird es ja fast religiös, oder dass ich eine Belastung auf mich nehmen muss, um Zeugnis abzulegen, was Krieg anrichtet. Wie können sich Journalisten vor Belastungen schützen? Auf der Tagung sprach auch die Therapeutin Ferojas. Sie arbeitet eng mit Sendern und Zeitungen zusammen und hilft dabei, Traumata zu vermeiden. Das, was man auch im Trauma-Coaching macht, ein Narrativum erzeugen, also eine Geschichte zu machen, ist auch etwas, was einen enorm schützen kann. Und oft sind die Geschichten, die Journalisten noch tief in den Knochen sitzen und von denen es Albträume gibt, worüber man keinen Beitrag machen konnte. Fotos bearbeiten, Geschichten aufschreiben, Filme schneiden, das alles beugt Traumata vor. Gefeit ist davor aber niemand. Selbst die härtesten Reporter nicht.